Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Ihr seht hier vor mir den Regionalexpress. Wir reden aber nicht über die Lok und wir reden auch nicht über den Steuerwagen. Wir reden über den Passagierwagen. Und ob der sein Geld wert ist, das will ich euch heute gerne zeigen. Ein Karton, der hinlänglich, aber wirklich hinlänglich, da ist der Aufkleber, schon erklärt wurde, und nicht nur von mir, auch mittlerweile von anderen. Es gibt da nichts zuzusagen, und weil es da nichts zuzusagen gibt, schneiden wir ihn aus und lassen mal die Tütchen rauspurzeln, die hier so drin liegen. Hier drin sind 476 Steine. Ich sehe ein paar blaue dazu. Zack und weg. Es fällt meine Kartonhaufen hier bald. Ich muss mal Altpapier wegbringen. Das nur am Rande. So, brauche ich hier Schüsselchen? Nein, Schüsseln brauche ich hier definitiv keine. Wir reißen es mal aus und schmeißen das ganze Oldschool hier einfach alles wild auf den Tisch. Ein paar kleine Häufchen machen. Viele, viele blaue Steine. Da war ja meine Zeit lang, wurde uns da nichts Blaues gezeigt. Habe ich eigentlich gesagt, dass es hier um den Passagierwagen für den Regionalexpress geht. Wenn nicht, dann habe ich jetzt zweimal gesagt, seht es mir nach. Alzheimer lässt grüßen, kommt alles raus. Hier auch schön blaue Sitze. Ihr seht übrigens hinter mir die ersten Waggons und die Lok. Die ersten Waggons, das ist ja nur ein Waggon und die Lok, das seht ihr hier hinter mir schon stehen. Ich persönlich freue mich darauf, jetzt auch den Passagierwagen noch dazwischen zu packen. Dann ist das Ganze zumindest so aus dieser Serie, sag ich mal, für mich komplett. Man könnte jetzt natürlich von dem Passagierwagen noch den ein oder anderen mehr nehmen, um das Ganze weiter auszubauen. Wer das hier alles so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass das für mich nicht so das Ganze ist. Ich finde es dann auch relativ schnucklig, wenn das hier in dem Kleinen steht. Es nimmt ja auch alles Platz weg. Und auch der ist bei mir, wie bei jedem anderen, begrenzt. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Ich liege da vielleicht irgendwo in der Mitte. Aber wenn ich jetzt selber mal so hier auf mein Kamerabild gucke, im Hintergrund, das ist schon ganz schön voll. Und da wird es mal Zeit, dass ich da ein bisschen was, nicht ausrangiere, aber so ein bisschen was archiviere, so möchte ich es mal nennen, ab in Kisten, beschriftet und vernünftig verstaut. So, viele, viele Transklierteile. Die Transklierteile in der letzten Zeit, oder das heißt in der letzten Zeit, das sind ja jetzt auch schon ein paar Monate, qualitativ wirklich sehr gut, haben überhaupt nichts mehr gemeinsam mit dem, was man im Anfang mal so bekommen hat, was zerkratzt und milchig und einfach nur doof gewesen ist. Also da hat sich wirklich viel getan. So, hier ist also wirklich nichts, auf das man großartig eingehen müsste, wo man im Vorfeld schon mal sagt, werfen wir mal schnell ein Auge drauf. Ich fange dann jetzt einfach mal an zu bauen.
eigentlich hätte es heute gar kein Speedbuild gebraucht. Das hätten wir zusammenbauen können. Hätte ich euch ein bisschen was aus meiner Jugend erzählt. Obwohl, lassen wir das. Speedbuild war definitiv besser. So, ich habe natürlich das, oder das heißt natürlich ist es nicht, aber ich habe das Dach noch nicht aufgelegt, dass ich die noch nicht dran gemacht habe. Das wisst ihr. Bluebricks möchte normalerweise, dass wir die als erstes dran machen. Ich denke mal, das ist, ich höre dann immer so ein leises Kichern aus Flörsheim, wenn man das zusammenbaut, und die finden das toll, wenn das hier dann immer hin und her wackelt und rutscht, wenn man die Steine aufsteckt. Hier ist es nicht so gewesen. Hier war das Letzte, was man macht. Ich denke mal, da hat man dann zwischenzeitlich doch erkannt, das ist doof, wenn das Modell auf dem Bautisch wegrennt, während man daran bauen möchte. So, das hier ist an Teilen alle. Ich muss es immer, ihr seht das ja sonst gar nicht so. Das hier ist an Teilen übrig geblieben, ist ein netter kleiner Haufen, freut sich meine Restekiste. So, warum habe ich das Dach noch nicht drauf gemacht? Ganz einfach, ich habe es schon mal grob angehalten. Aber man kann dann hier erkennen, ihr seht das sofort, das passt alles vorne und hinten noch nicht. Das ist so ein bisschen die Qualität der Chinasteine. Die sind halt definitiv nicht auf Lego-Niveau. Hier muss man immer dann zum Schluss so ein bisschen ausrichten, die Spannung rausnehmen, um andere Spannungen aufzubauen. Ich versuche das jetzt hier gerade vorne, hinten hat es funktioniert, die Seiten wollen noch nicht. Jetzt habt ihr es vielleicht so ein bisschen gehört, dass es eingerastet ist und schon ist das Ganze erledigt. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Waggon trotz alledem auf einer Gleisanlage Kilometer machen wird. Kilometer ohne auseinanderzufallen, insoweit die Achsen das Ganze mitmachen. Weil irgendwann dürfte auch da der Verschleiß gegeben sein. Ansonsten wird dieser Waggon sehr vieles mitmachen. Der wird auf der Anlage viel Freude bereiten, weil er einfach fährt. So, und weil das Ganze jetzt hier natürlich ein wenig aussagelos und auch schmucklos ist, habe ich mal aus dem Regal schon den Steuerwagen vom Regionalexpress rausgenommen. Jetzt bekommt das Ganze dann doch schon einen etwas ansehnlicheren Blick. Und weil das Ganze so im Leben ja nicht fährt, gehört hier noch eine Lok dazu. Auch diese habe ich euch ja schon vorgestellt. Und schon steht hier ein Regionalexpress, wie man ihn im Grunde genommen deutschlandweit auf der Schiene antreffen kann. Hier hinkt es ein bisschen. Ich habe jetzt wirklich kein 100% Original im Kopf. Ich weiß, die Stromabnehmer, sie werden definitiv noch ein bisschen höher gehen können. Aber ist die Lok wirklich kleiner als dieses Gespann? Ich kann es mir bald kaum vorstellen, weil hier oben ist irgendwann mal eine Oberleitung. Aktuell wird es ja bedeuten, das Ganze liegt oberhalb der Oberleitung. Das klingt gut. Ich muss mir da noch mal so ein paar Google-Bilder im Nachhinein angucken, aber ich denke mal, wenn ich jetzt falsch liege, ihr werdet mir das dann auch wieder freundlichst in die Kommentare reinschreiben, weil ich ja immer relativ unvoreingenommen in diese Bauweise reingehe. Also ich hänge hier nicht stundenlang in Google, gucke mir das an, wie muss das aussehen, wie muss das nicht aussehen. Für mich ist das hier ganz klar ein Regionalexpress. Ich erkenne das auf den ersten Blick. Die richtigen Eisenbahnfreaks unter euch, und nehmt mir dieses Wort nicht übel, ich meine das nicht negativ, die werden natürlich gleich sagen, boah, nee, und zu viele Scheiben und vielleicht zu große oder zu wenig Scheiben, zu wenig Sitze, zu viele Fenster, was weiß ich nicht noch was. Das ist auch völlig in Ordnung, da sind die Geschmäcker ja auch verschieden. Aber ich denke mal, hier hat man für einen kleinen Preis etwas, was man sofort erkennt, aber auch wirklich sofort. Und wenn ich jetzt mal zu einem großen Hersteller von Klemmbausteinen gucke und will da im Katalog mal so etwas in der Art finden, braucht man nicht drüber reden, ist das hier wirklich eine feine Alternative. Und auch mit der Lok zusammen wird das hier wirklich etliche Runden auf der Anlage aushalten. Ist das was für euch? Wenn ja, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal da unten am Gucken seid, dann dürft ihr mir auch gerne den Daumen hoch geben oder halt den Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Denn ich kann jetzt wirklich nichts anderes machen, außer mich zu bedanken, dass ihr mir heute für eine kürzere Zeit, aber immerhin für ein schönes Set eure Zeit geliehen habt, eure Aufmerksamkeit, euer Ohr gegeben habt. Bis zu meinem nächsten Video.
Das wisst ihr, da wünsche ich mir nur eins, bleibt bitte gesund und ansonsten kann ich euch nur noch etwas anderes wünschen, und zwar einen schönen Tag.